Okay, Houdini, Schluss mit dem Quatsch. Wo sind wir? Ja, ihr befindet euch auf unserem Schiff. Junge, ich erkenne ein Schiff, wenn ich auf einem bin. Wir sind auf einer Wiese. Ja, die Wiese haben wir ausgesucht, damit ihr entspannter seid, was ihr ja offensichtlich nicht seid. Offensichtlich, du Blitzmerker. Ja. Warum habe ich gesagt, dass ich die Kommunikation mit den Erdlingen übernehmen werde? Ist doch alles ein Desaster! Können wir sie nicht einfach platt machen? Ey, endlich spricht der Schwurbel Klartext. Komm, lass uns boxen. Wow, 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 jetzt mal ganz ruhig. Hast du das gehört? Er will mich verhauen. Ich könnte ihn mit einem Fingerschnipsen ausschalten. Na, das will ich sehen, du Flasche. Jetzt mal ganz friedlich. Dark, kühl ab. Noah, sorry, dass ich das jetzt sage, aber du bist Playmobil 123. Du kannst ja nicht mal deine Arme heben. In einem Kampf mit Dark hättest du keine Chance. Muss dir jetzt dieser Mensch vernunftbasierte Argumente liefern? Wie peinlich ist das denn? Hey Lady, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Ich bin Cole Thornton, wie geht es denn so? Deine Stimme klingt verblüffend wie Noahs. Jetzt geht das schon wieder los. Gibt es eigentlich irgendeine Frau im Universum, die du nicht anflirtest? Können Fliegen fliegen? Können Enten entern? Ich klinge wie Noah, weil ich sein besseres Ich bin. Und weil wir einfach keinen neuen Sprecher gefunden haben. Darling, wenn ich vorschlagen darf, dann verhandle ich lieber mit dir. ja, die Verhandlungen leite ich. Und ich mache es jetzt auch ganz kurz. Unser Universum braucht Platz und darum schnapsen wir euch weg. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Und warum bringt ihr uns hierher und erklärt uns alles, bevor ihr uns platt macht? Ja, nach unseren Informationen findet eure Spezies das doch ganz große Klasse, wenn ihr das Gefühl habt, informiert zu werden. Aber? Und damit hast du sowas von recht, Noah. Kompliment, du hast deine Hausaufgaben bezüglich unserer Spezies hervorragend erledigt. Danke, danke. Und dann wirst du sicher auch wissen, dass wir Menschen solche Infos untereinander erstmal bequatschen müssen, ne? Kennst du uns doch in- und auswendig. Ja, natürlich. Du lässt uns also kurz einmal für eine Diskussionsrunde allein? Ja, klar. Du kennst uns aber sowas von. Nun ja, ich bin ja auch der Beauftragte für die Spezies Mensch. Top, hervorragend. Du lässt uns jetzt allein? Klar. Aber nicht lauschen, sonst macht Dark aus deinen Ohren Wäschetrockner. Klar, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt. Okay, Leute, wie drehen wir das Ding? Too far, can feel the dragons breathing, can hear the monsters roar.